Senkt die Fed die Zinsen oder nicht? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster, in dem ich das Pro und Contra mal abwäge. Was spricht für eine Zinssenkung? Was spricht dagegen? Fangen wir doch gleich mal an und schauen uns ein paar Punkte an, die Liz Ann Saunders mal zusammengetragen hat. Ich werde da vielleicht noch das eine oder andere ergänzen. Also fangen wir mal an mit dem Pro. Warum sollte die Fed vielleicht die Zinsen senken? Wir haben eine Manufacturing Recession, also wir haben eine Rezession schon des produzierenden Gewerbes, allzumal in Deutschland, aber auch in den USA werden die Einkaufsmanager-Indizes für die Industrie immer schwächer. Wir haben wirklich kollabierende Inflationserwartungen, tumbling inflation expectations. Wir haben schon jetzt sehr, sehr lange eine invertierte Zinskurve, die 3-monatige und die 10-jährige, die 5-jährige und die 3-jährige. Man kann diese Aufzählung beliebig fortsetzen. Wir haben einen starken Dollar, das ist global ein Problem bei denjenigen, die verschuldet sind. Und wir haben natürlich eine gewisse Unsicherheit global gesehen, was die Wirtschaftsentwicklung betrifft. Das wären jetzt mal Argumente, wo man sagen kann, ja, das wird der Fed auch durch die Hirne laufen. Da wird man seitens der Fed diese Argumente sicherlich auch abwägen. Was aber spricht gegen eine Zinssenkung? Und da haben wir zunächst mal, wir haben den Aktienmarkt nahe der Rekordhochs. S&P nur noch ein Wimpernschlag unter den Allzeithochs, auch Dow Jones etc. Vielleicht noch aussagekräftiger ist, dass die Junk Bonds, also die hochrentierlichen, die hochspekulativen, die hochausfallgefährdeten Anleihen, dass deren Renditen, deren Risikoprämien auf Allzeittief sind. Die Junk Bonds selber handeln also schon auf Allzeithoch, dementsprechend die Renditen auf Allzeittief. Wir sehen also, dass da eine ungemeine Risikobereitschaft bei den Investoren ist. Und das verträgt sich nicht so ganz mit einer Zinssenkung. Wir haben, das spricht dafür, Elevated Risk Appetite, das zeigt sich eben in diesen Junk Bonds, also der Risikoappetit. Wir haben eine Arbeitslosenquote, die so niedrig ist wie seit 50 Jahren nicht mehr mit 3,6%. Faktisch sind es natürlich viel mehr, weil diese Berechnung aus den 1920er, 30er Jahren stammt und etwas antiquiert ist. Wir haben aber jetzt schon wieder Improving Global Leading Indicators. Wir haben also wieder Frühindikatoren, die wieder ein bisschen anspringen. Erinnern Sie sich an meinen Elbe-Indikator? Es gibt wieder mehr Container auf den Containerschiffen. Das meint wahrscheinlich Liz Ann Saunders hier meine Beobachtung. Und dann haben wir relativ stabile Inflationsparameter. Es ist ja nicht so, dass die Inflation selber, die gemessene Inflation, mit denen also Verbraucherpreise, Erzeugerpreise jetzt ins Bodenlose fallen würden. Es fallen nur die Inflationserwartungen für die Zukunft ins Bodenlose. Man könnte auch noch als Kontraargumente anführen, Mexiko-Zölle sind vom Tisch. Jerome Powell hatte letztes Mal sehr stark unter dem Eindruck dieser von Trump angedrohten Mexiko-Zölle eben eine sehr dovische Rede gehalten. Jetzt zumindest will Trump wieder Xi Jinping treffen in Sachen Handelskrieg China-USA, auch wenn da eine Einigung überhaupt noch nicht in Sicht ist. Aber immerhin, man spricht vielleicht wieder miteinander oder wahrscheinlich wieder miteinander. Es ist zumindest terminiert, dieses Treffen. Dementsprechend überwiegen nach meiner Auffassung eher diese Nein-Argumente. Zinsen sollten also nicht sinken. Und jetzt ist die Frage, was wird Jerome Powell machen, der ja so sehr unter Druck steht durch Donald Trump. Und da hat Sven Hendrik einen guten Vorschlag, der sagt, hey, wenn du einfach keine Lust mehr hast, dich hier anfeinden zu lassen von Trump und den Seinen, dann sei mal ein Mann und zeig's ihnen, heb einfach die Zinsen an, statt sie zu senken um 25 Basispunkte. Und wenn dann jemand wieder irgendwelche Drohungen ausspricht, nämlich dieser jemand ist Donald Trump, dann erhöhe doch die Zinsen gleich um 100 Basispunkte, also um 1%, und dann ist Ruhe, dann ist nämlich die Wiederwahl passé für Donald Trump. So musst du mit solchen Leuten umgehen, die dich mobben. Das ist der Rat von Sven Hendrik, der hier auch dann interessanterweise zeigt, dass jedes Mal, wenn die Fed die Zinsen gesenkt hat, wenn die Arbeitslosenquote unter 4% ist, was derzeit der Fall ist, dann in kurzer Zeit danach eine Rezession folgte mit dann einer ansteigenden Arbeitslosigkeit auf 6-7%. Interessante historische Beobachtung. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, die wir jetzt an den Märkten sehen? Wir sehen eine praktisch 20-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung heute. Halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass die Fed heute schon agiert. Dann haben wir für Juli, und da gehen die Märkte mit 82% Wahrscheinlichkeit aus. Kürzlich waren es noch 90%. Jetzt nur noch 82%, dass die Fed dann im Juli zumindest die Zinsen senken wird. Und dann geht es schon tief in die 90er-Bereiche rein bei der nächsten Sitzung. Also die Märkte sind sich sehr, sehr sicher. Die haben sich sehr stark in eine Richtung positioniert. Wir haben
Dann folgende Situation, das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Wir haben auch das ein Argument, das hatte ich heute im Videoausblick schon gezeigt. Relativ laxe Finanzkonditionen, also ziemlich einfach Kredite zu bekommen, ist eigentlich gar kein Problem. Wir haben, und das wird einer der zentralen Punkte heute sein, heute gibt es ja auch die sogenannten Projections, also die Aussichten der Fed für Inflation und Wirtschaftsentwicklung, wie eben auch die Dotplots, also das, was die Fed selber an Zinsentwicklung erwartet. Und wir sehen, die Dotplots stehen hier noch bei einer Zinsanhebung bis inklusive 2020. Wenn die Fed jetzt die Dotplots nicht ins Negative senkt, sie wird sie sicherlich auf Null senken. Das ist relativ klar. Sie wird also praktisch jetzt offiziell auch einer Zinsanhebung eine Absage erteilen. Aber wenn sie nicht jetzt die Dotplots heute ins Negative dreht und sagt, ja, wir erwarten selber Zinssenkungen in einem Zeitraum X, dann wäre das eine ziemlich hawkische Überraschung, die natürlich den einen oder anderen vielleicht aus seinem Traderstuhl werfen könnte. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Das ist in etwa das, was man zu diesen Märkten jetzt sagen kann oder was man sagen kann vor der Fed. Wir werden ab 20 Uhr die Fed-Entscheidung mit dem Statement bei finanzmarktwelt.de bringen, so schnell und so live es geht, auch kommentieren, was ist damit gemeint, warum, wieso, weshalb, und 20:30 dann die Pressekonferenz von Jerome Powell. Da werden wir praktisch ihn live sehen und ich werde dann da sitzen und in die Tastatur hacken. Das, was er auf Englisch sagt, werde ich in Deutsch formulieren. Was bedeutet das? Warum? Wieso? Weshalb würde ich mich freuen, wenn wir uns dann 20 Uhr und 20:30 Uhr sehen. Ihnen erstmal einen hoffentlich gewitterfreien Feierabend. Bis dahin, Servus und Ciao.